Diese Christusstatue ist für mich ein Inbegriff des Evangeliums Jesu Christi. Er steht da mit ausgestreckten Armen und heißt uns alle willkommen und lädt uns ein, zu ihm zu kommen. Mit unseren Lasten, unseren Sorgen, unseren Schwierigkeiten, unseren Problemen, die wir vielleicht mitbringen. An seinen Händen sehen wir die Male von den Nägeln, die er erlitten hat am Kreuz. Sie erinnern uns daran an das Sühnopfer Jesu Christi im Garten Gethsemane. Durch ihn können wir Ruhe bekommen, Frieden bekommen für unsere Seele, für unser Herz. Speziell jetzt zur Osterzeit lade ich alle ein, zu Christus zu kommen und bezeuge, dass er tatsächlich lebt, dass er auferstanden ist, dass wir seine Liebe spüren können,